Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Graveyard Keeper. Ja, wie man sieht, sieht man nichts. Wir sind momentan mitten im Nebel. Wir werden heute einmal Folgendes machen. Und zwar werden wir versuchen, Schlange heute noch zu erkriegen, beziehungsweise in zwei Tagen letztendlich zu bekommen. Aber der Tag hat bald aufgehört. Wir bräuchten die ein oder andere Leiche. Wir müssen den Friedhof noch aufwerten. Wir haben ja in der letzten Folge die Kirche ausgebaut zur zweiten Stufe. Das heißt, wir können bessere Predigten halten und so weiter und so fort. Allerdings, Kirchentag dauert jetzt dementsprechend noch lange. Aber wir werden uns auf jeden Fall auch mal dementsprechend darauf vorbereiten. Und wir brauchen ganz dringend, wie ich gerade sehe, neues Feuerholz. So, wir können einmal hier mittlerweile die Bäume hier dementsprechend auch abhacken. Das machen wir mal an der Stelle. Ich wollte gerade sagen, mein Inventar kann doch nicht voll sein. So, wir machen jetzt erstmal Feuerholz, würde ich sagen, damit wir ein bisschen wieder arbeiten können mit der Schmiede und so weiter. Wir brauchen Metall, wir brauchen auch Glas. Das heißt erstmal Holzhacken, beziehungsweise Holzsägen, oder? Holzscheit. Aus den... Genau, wir brauchen erstmal wieder Holzscheide. Wir haben keinerlei Holzscheide mehr. Machen wir mal 9, bitteschön. Hat das jetzt funktioniert? Nee. 3. Ah doch, sind insgesamt 9. Ah, okay. Er macht dann 3 davon, sind insgesamt 9. Okay. Das passt soweit. So, dann brauchen wir einmal Brennholz. Halt. Nach Möglichkeit gleich 2, 3 Mal am besten. Gibt 9 mal insgesamt Feuerholz. Das kostet mich extrem viel Energie, aber wir brauchen ganz dringend mal wieder was. Ja, ich werde sowieso versuchen, relativ viel zu schlafen, weil dann geht einfach die Zeit schneller um. Wir müssen zur Schlange. Nach unten auf jeden Fall auch. Ich würde auch gerne mal den Zo... Oh! Nur rote Punkte! Wir haben 1000 rote Punkte gesammelt. Ich habe gerade einen Erfolg bekommen bei Steam. So, hier rein und hier nochmal rein. So, das müsste jetzt erstmal wieder eine ganze Weile eigentlich reichen. Metall haben wir gar nicht mehr so viel. Ah, scheiße. Mir wurde ja gesagt, ich kann mehrfach Metall herstellen. Jetzt habe ich wieder nur einmal Metall hergestellt. Ach ja, mein Fehler, aber okay. Hier mal dazu, weil wir können hier schnell mal das eine Glas herstellen. Ist zwar uneffektiver, das weiß ich, aber wir stellen es einmal trotzdem ganz kurz her. So, des Weiteren können wir eigentlich schnell mal Holz hacken gehen. Wir brauchen auch wieder Metall, auch nicht mehr allzu viel. Ja, komm, hier runter. Bienenstöcke und so weiter müssen wir auch noch abarbeiten. Friedhof müssen wir aufwerten. Ich schnapp mir jetzt aber, glaube ich, dann erstmal Karotten, dass der Esel wieder ein paar Mal auftauchen kann hier. Nein, nicht nehmen. Das hier sollst du nehmen und hier drauflegen. Wir schauen mal, was unser Garten macht. Und dann gehen wir eigentlich schon mal runter in die Kirche. Ah, es ist sogar schon fertig wieder. Gartenarbeit muss man auch noch dementsprechend mal machen. Das heißt, nach Möglichkeit vielleicht mal mehr Felder sogar noch anlegen. Ich muss so langsam auch mal sicher nämlich damit anfangen, auch Gold zu verdienen und nicht nur Silber. Wir haben jetzt hier alles wieder ausgegeben, das letzte Mal für die Kirchenaufwertung. Und da ist noch ein bisschen Nachholbedarf. So, einmal das Zeug hier rein, hier rein, hier rein, hier rein. So, den Kuchenzeug haben wir noch dabei. Der Rest kann erstmal bleiben. Okay. Friedhof aufwerten mit Blumen müssten wir auch nochmal machen. Ich glaube, bevor ich sogar irgendwelche Gräber nochmal platziere. Aber wir... Na, bringe hier erstmal den Dünger an. So, dann können wir eigentlich gleich mal einpflanzen. Und zwar, ja, Karottensaft. Warum nicht? Hier auch nochmal. Hier auch nochmal. Hier auch. Haben wir noch irgendwas, was wir anbauen können? Hier, noch mehr. Oh, noch mehr Karottensamen. Ah, es lohnt sich eigentlich. Karotten aber recht viele. Wir können eigentlich noch ein Feld bauen. Kostet uns das überhaupt was? Leeres Beet. Nee, nicht mal. Mal hier. Machen wir noch 2, 3, 4 Felder. Was können wir hier noch bauen? Beet mit Stäben. Komposthaufen haben wir bereits gebaut. Den brauchen wir nicht mehr. Pilze. Ja, die lassen wir erstmal stehen. So, wir brauchen... Ich habe nur noch 8 Karotten. Habe ich noch Karotten im Haus liegen? Das wäre gut zu wissen auf jeden Fall. Es fehlt ein bisschen an Karotten. Moment, das Glas ist fertig. Guck mal hierher. Das. Brauchen wir erstmal das Licht, dass die Taschen relativ leer sind. Ins Dungeon will ich auch nochmal, aber das können wir... Ah ja, hier 50 Stück. Oh, wer sagt's denn? 8, 9, 10. So, das muss erstmal reichen. Ledermausflügel haben wir auch noch. Wow, 22. Daraus können wir gut Papier herstellen. Grüner Schleim zerfällt in. Ah, okay. Mit dem ganzen Alchemiezeug müssen wir uns auch noch beschäftigen. Joa, langweilig wird uns nach wie vor nicht. Können wir die jetzt abbauen? Ja, endlich. Diese verdürrten Dinger hier können wir auch abbauen. Damit ich
glaube, die wachsen dann als... Wachsen die als normale Bäume nach? Wäre interessant zu wissen, ehrlich gesagt. Und wir kriegen hier 3 Holz raus. Haben die das ge... Es gab wieder das ein oder andere Update. Es gibt immer wieder mal Updates für Graveyard Keeper. Kann das sein, dass die Menge ein bisschen erhöht haben, was man an Holz bekommt? Es kommt mir so vor, also 2, hier 3. Holz haben wir jetzt erstmal genug. Das würde sogar für einen weiteren Scheiterhaufen reichen. Das heißt, wir können den Leichen wieder exhumieren. Aber okay. Wir legen erstmal die Karotten rein, dass der Esel uns wieder Leichen vorbeibringt. Gräber aufwerten müssen wir auch noch. Wir haben jetzt die Aufgabe vom Bischof bekommen, dass wir den Friedhof auf Stufe 200 bringen. Wir sind jetzt bei 54 gerade mal. Unsere Kirche können wir auch noch innen drin. Die sollen wir auch noch erweitern. Ich glaube auch auf 100 oder sowas. Irgendwas extrem hohes auf jeden Fall. Kirchenbank, Beichtstuhl könnten wir bauen. Mit Holzplanken bräuchten wir viele. Müsste Holzplanken herstellen. Okay, wir werden jetzt aber erstmal kurz hier reinschauen. Schlange ist, glaube ich, nicht da. Was ich auch unbedingt machen will in der Folge eigentlich, ist mal den Zombie anhauen. Den haben wir, das haben wir nach wie vor aufgeschoben. Wir sollen den schlagen, den Zombie. Und hier Schädel. Schädel brauchen wir auch noch, damit wir hier Deko reinkriegen. Was auch immer hier dann veranstaltet wird, irgendwelche Hexenanbetungen oder sowas, das kriegen wir aber auch noch alles zusammen. Ah, den Stuhl hier können wir auch zerlegen, oder? Machen wir auch, denn wir kriegen hier raus... Ja, gut, jetzt nur Metallschrott, aber teilweise kriegt man auch Eisenstücke raus, die sich dann halt dementsprechend schon wieder lohnen. Hätte ich es hier zerlegen? Nee. Schade. Wir haben gleich keine Energie mehr. So, hier hängt der Zombie an der Wand. Oh, das Bücherregal... Ah, komm. Guter Schrank. Ach, den kann ich nicht zerlegen? Den kann ich nur öffnen und Dinge reinlegen? Okay. Ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn wir Gunther hauen. Schlag Gunther mit dem Schwert. Es kann sein, dass wir gleich selber draufgehen werden oder dass irgendwas Schreckliches passiert. Ich werde es jetzt trotzdem mal wagen. Wir schlagen Gunther. Das gefällt ihm? Verschuchtet. Oh, das tut gut. Das erste Gefühl nach so langen Jahren. Jetzt beantworte ich deine Fragen gerne. Alter, voll der Masochist. Und angekettet an der Wand. Sind wir hier bei 50 Shades of Grey oder was? Wer bist du? Verschuchtet. Wie gesagt, ich bin Gunther. Hallo Gunther, bist du tot? Komplizierte Frage. Ich selbst würde mich eine transhistorische Person nennen. Ah ja. Aber allgemein nennt man uns Untote. Wir haben Zombies. Endlich. Nein, Wissenschaft und ein wenig Magie der alten Meister hat mich gemacht. Nun ja, eigentlich hat er viele von uns gemacht. Oh oh. Arbeiten meine Brüder noch auf dem Friedhof? Nein. Nein, ich glaube, es gibt nur noch dich. Übrigens, ich bin der neue Friedhofswärter. Oh, dann machen wir ein paar Brüder. Sie werden dir eine große Hilfe sein. Arbeitskräfte, Zombies? Ernsthaft? Wie geil ist das denn? Das heißt, wir kriegen Zombie-Arbeitskräfte? Das ist ja ein Traum. Ich liebe ja allgemein, wer meinen Kanal kennt, ich liebe Survival-Spiele, vor allem mit Zombies. Und jetzt kriegen wir eine Zombie-Armee, die für uns arbeitet? Wie geil. Warum sollte ich dich schlagen? Weil er drauf steht, mein Freund. Oh, in meiner derzeitigen Lage fühle ich nichts. Zunächst war das wie ein Albtraum, aber dann fand ich heraus, dass ich noch immer Schmerz empfinden kann. Fühlt sich nicht wie Schmerzen an, eher wie eine sanfte Brise, aber das ist alles, was ich habe. Ich kann dich normal schlagen, wenn du willst, den ganzen Tag. Das ist nett von dir, vielleicht später. Okay. Nach so vielen Jahren waren deine Schläge wahrlich ein Vergnügen. Es wird ein paar Jahre dauern, bis ich wieder eines solch Vergnügen verspüren kann. Okay. Und ich habe noch ein wenig Fleisch auf den Knochen. Es wäre zu schade, sie zu vergeuden. Okay, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Es kann sein, dass das Spiel insgesamt ein bisschen zu laut ist. Ich werde es dann in der nächsten Folge wieder runterregeln. Ich glaube, durch ein Update hat es meine Soundeinstellung ein bisschen verschossen. Wenn es so sein sollte, sorry dafür, in der nächsten Folge passt es wieder. So, wie mache ich die anderen transitorische Zombies? Durst. Oh, das ist einfach. Du findest die Blaupause für einen Wiederbelebungstisch auf dem Regal zu deiner Linken. Ah, okay. Irgendwo sollte hier auch noch ein paar Flaschen mit den Hauptzutaten für die Wiederbelebung rumliegen. Du kannst immer mehr am Alchemietisch machen. Kennst du das Rezept? Nun, die zweite Zutat ist Blut. Ich bin mir nicht ganz sicher, was die erste war. Irgendein Pulver, glaube ich. Sind sie denn so wie du? Ich hoffe, die sind alle freundlich. Leider nicht, ich bin einzigartig. Irgendwas ist falsch gelaufen. Ich bin zu schlau. Ah, okay, doofe Zombies. Deshalb hat mich der alte Meister hier angekettet. Ich habe nicht dazu gepasst.
Okay. Ich kann nicht freilassen. Soll ich den freilassen? Weiß ja nicht, was passiert, wenn ich ihn freilasse. Ich bin schon zu lange angekettet, mein Fleisch ist zu gammelig. Außerdem mag ich es hier irgendwo. Irgendwo. Wir können deine Brüder mir helfen. Oh, die können einfach Aufgaben für dich erledigen. Holzhacken. Wenn du ihnen die richtige Ausrüstung gibst, können sie Ressourcen für dich sammeln und sogar transportieren. Geil! Welche Ausrüstung? Ich glaube, ein Zombie ist irgendwo unter den Felsen auf dem Weg zum Wald vergraben. Ich glaube, ich weiß. Du kannst ihn ausgraben und dir seine Ausrüstung anschauen. Okay. Geil. Wir können unsere Zombie-Armee bauen, die für uns arbeitet. Blaupause, Auferstehungstisch. Okay. Strange. Nuff. Es gibt einen Pass in der Waldgegend nördlich der Kirche. Okay, soll irgendwo unter den Felsen vergraben sein. Okay, das haben wir schon. Erzähl mir mehr von den Wiederbelebungszutaten. Die erste Zutat ist irgendein Pulver, die zweite Zutat ist Blut. Okay, ein Pulver und Blut und diesen Wiederbelebungstisch brauche ich, damit ich mir eine Zombie-Armee bauen kann. Das ist ja so strange. Das ist schon geil. Okay. Boah, wie machen wir das denn? Den Wiederbelebungstisch muss ich wahrscheinlich auch hier... Ne, Moment, muss ich wahrscheinlich in meinem Leichenaufbewahrung hier unten, muss ich den, glaube ich, hinbauen. Könnt ihr mir vorstellen. Ich glaube nicht, dass es hier geht, oder? Handmischer, Arbeitstisch, Alchemietisch, Stufe 1, Alchemiemühle, Kirchenarbeitstisch, Tisch, Schriftrollenregal. Schriftrollenregal könnte man höchstens mal bauen. Würde mir als erstmal Holzbretter machen und die Kirche noch ein bisschen aufwerten, weil wir mehr Gold brauchen. Oha. Oh, schön dich hier zu treffen. Der ist wieder da. Immer ganz am Anfang mal gesehen. Heutzutage bin ich nicht mehr oft als Gast in der materiellen Welt unterwegs. Warum? Bist du wirklich an meiner Antwort interessiert? Oh, ich sag's dir. Ich wurde zum Aufseher dieses Friedhofs gewählt. Von? Keine leichte Aufgabe. Nicht alle Neuzugänge sind nett. So viel Druck. Oh, armer Jorik. Danke fürs Zuhören. Jetzt muss ich zurück an die Arbeit. Okay, mit dem werden wir wahrscheinlich jetzt auch wieder öfters was zu tun haben, könnte ich mir vorstellen. Wir müssen mal schauen. Ich würde gerne Kisten, Grabstätte, Blumenbeete eigentlich weiter bauen wollen. Blumenbeet, Stein, Dorf, rote Blumen. Ah, den Zaun reparieren können wir jetzt auch machen. Geil! Okay, wir brauchen Nägel, wir brauchen Holzplanken. Wir brauchen Holzplanken ohne Ende, Holzbretter, Holzplanken. Wir müssen erstmal Holz herstellen. Das mit dem Zombie ist auch in das... Alter, das Spiel ist so dermaßen komplex. Das ist ja echt der Wahnsinn. Okay, wir brauchen Steine. Holz haben wir jetzt schon mal relativ viel, aber... Komm, wir nehmen hier nochmal noch ein bisschen mehr mit. Schlange müsste auch bald wiederkommen. Die können wir, glaube ich, die Nägel dann dementsprechend geben. Okay, ich häng fest. Boah, drei Holz halt gleich wieder. Das war ein bisschen... Na ja, komm, wir nehmen mal einen noch mit hier. Ist da noch Platz? Müsste sowieso gleich voll sein, oder? Wie groß ist denn dieses Holzlager? Jetzt ist es voll. So, wir brauchen Holzplanken. Rüstung, Eisenrüstung, nein. Eisenmeißel müsste ich mir auch nochmal herstellen. Holzplanken. Boah. Ja, am besten gleich mal... Ja, 22 eigentlich. Okay, das kostet nämlich schweineviel Energie. Wir gehen erstmal schlafen. Wenn Schlange da ist, müssen wir auf jeden Fall mal runter zu Schlange mit dem noch reden. Wir gehen aber erstmal pennen. Wir brauchen jetzt erstmal wieder Energie. Boah, wir haben jetzt wieder so viele neue Aufgaben gekriegt, allein durch dieses Zombie-Wiederauferstehungsprogramm. Das würde ich unglaublich gern machen. Ich würde das... Das ist doch so geil. Wenn ihr einen Zombie abstellen kann, der für mich beispielsweise, ja, Holz sammeln geht oder Steine sammeln geht, das würde mir schon unglaublich helfen. Boah, wir machen jetzt erstmal hier... Holzbretter ohne Ende, Holzplanken. So viele wie überhaupt noch geht. Wir haben auch extrem viele Punkte mittlerweile wieder zu vergeben. Aber blaue Punkte brauche ich mir auch noch ein bisschen was. Wir müssen auch mal wieder was lernen. Wir müssen ein bisschen hier den Hof noch erweitern auch. Ich würde mich jetzt allerdings, glaube ich, erstmal um die Kirche noch kümmern, dass der Zaun wieder steht von der Kirche. Ich glaube, das bringt nämlich auch ein bisschen was an Kirchenfortschritt insgesamt wieder. Das kostet mich einmal meine komplette Energie. Und dann haben wir erstmal wieder ein paar Holzbretter.
Davon kann man eh nie genug haben. Also, ja, es reicht nicht mal. Ja, reicht nicht mal die Energie. Legen wir uns gleich wieder schlafen. Eigentlich ist das eine gute Taktik. Allerdings, wenn ich Zombies abstellen kann, die das auch, wenn das ein Zombie für mich macht, wäre mega cool. Dann stelle ich den dafür ab. Ah, der Esel ist da. Aufwachen. Ich fühle mich so erfrischt. Ich mir auch, mein Freund. Ich mir auch. So. Den Holzscheit können wir mal liegen lassen. Die... Ne, die spawnen nicht. Den einen habe ich hier weggetragen. So, die Leiche ist unten im Keller. Wir können auch gleich mal anschauen, was wir jetzt hier für den Tisch brauchen werden. Ne, vorbereitest du Spritsche. Ach, kann ich den... Ah, vielleicht da hinten, wo dieses Pentagramm auf dem Boden ist, dass ich den da hinstellen muss, den Tisch. Ah, hier würde ich auch gerne freiräumen. Was braucht man hierfür? Holzbalken, Eisenstücke und so weiter. So, wir brauchen ganz dringend den Schädel. Wir bräuchten, ich glaube, die Haut oder habe ich mittlerweile die Rüstung? Ah, die Rüstung... Nee, Eisenrüstung haben wir sogar bereits. Wir brauchen das Blut. Ja, vielleicht kriegen wir aus der Leiche noch eine gute Leiche hin. Und wir brauchen das Fett. Eine dünne Leiche sieht immer besser im Friedhof aus. Nimm doch nicht zu viel Platz weg. Die Leiche ist eigentlich gar nicht schlecht. Das Herz können wir mittlerweile auch rausnehmen. Ach wie. Ich kann Dinge in die Leiche einfügen. Das ist aber auch neu. Okay, das würde, glaube ich, bei den Zombies helfen. Und haben die Zombies dann unterschiedliche Qualität? Eigentlich wäre es sinnvoll. Grabstätte. Scheiße, hier passt keiner mehr hin. Jetzt ist halt die Frage, ich hätte gerne dieses Blumenbeet, aber die werden mir gar nicht angezeigt, wo ich die überhaupt hinplatzieren kann. Das ist halt schlecht. Ich glaube hier. Ja. Ah, lass mich durch! Obwohl, ist es sinnvoll, vor die Kiste zu bauen? Ja, wobei, ich kann die von der Seite öffnen. Aber hier kann ich auf jeden Fall kein Blumenbeet platzieren. Von dem her passt das, glaube ich, schon. So, zuschaufeln. Haben wir noch irgendwelche Umrandungen? Nee, Moment. Ich glaube nicht, oder? Oh, wir müssen Umrandungen herstellen. Boah, hier haben wir noch... Schädel haben wir 3. Hier haben wir Blut haben wir drin. Okay, wir brauchen Umrandungen, wir brauchen Steine. Was brauche ich denn jetzt für den Zaun noch? Wir haben... Holzplanken haben wir. Stein brauche ich und Nägel. Stein ist Mangelware im Moment. Boah, wo kriege ich denn Stein am besten her? Hier kriege ich Lehm her. Boah, komm hier, das nehmen wir auch mal schnell noch mit. Da ist Stein. Komm, hau mal zu. Hau mal rein. So, Schlange ist da. Und nur 2 Steine, das ist zu wenig. Hier sind 3 rausgekommen. Wir brauchen viel mehr Stein. Ich bräuchte einen Steinbruch oder sowas nach Möglichkeit. Da haben wir auch nochmal Stein. Stein ist Mangelware. Aber ich würde sagen, für die Folge war es das. In der nächsten Folge gehen wir dann zur Schlange erstmal. Würde ich sagen. Beziehungsweise mache ich mich dann schon auch mal auf den Weg. Ich nehme mich gleich mehrere Folgen ineinander auf. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.